Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal Lanas 1x1 zum Leben. Voll schön, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich über jeden einzelnen Zuschauer. Und heute in meinem Video möchte ich dir zeigen, was meine Rezepte sind, die ich voll gerne mache, wenn es mal schnell, unkompliziert und vor allem aber auch günstig gehen soll. Und ich habe jetzt mir eine neue Challenge überlegt, 2-Euro-Rezepte zu machen. Und habe das natürlich dann pro Gramm oder pro Scheibe jetzt darunter gerechnet. Ich wünsche viel Spaß beim Zuschauen und lass mir gerne einen Daumen nach oben da und schreib mir in die Kommentare, welches Rezept dir am besten gefallen hat. Ich starte mit den Wraps. Habe hier mal runtergebrochen. Pro Portion ist es immer, was ich gebraucht habe, und habe extra jede Scheibe einzeln ausgerechnet. ihr seht einfach, wie ich Frischkäse auf einen Tortilla verstreiche. Ich wärme die immer ganz kurz auf in der Mikrowelle oder sowas. Dann lassen sie sich besser rollen und dann brechen sie nicht so leicht. Und dann habe ich ein bisschen Salzmischung auf den Wrap bzw. auf den Frischkäse gegeben. Und mit Salat, Käse, Wurst, Tomaten dann einfach belegt und fertig ist die Gaudi. Das Ganze habe ich dann zweimal gemacht und dann in solche Röllchen geschnitten. Ich finde, das kann man auch voll gut mitnehmen in die Arbeit oder sowas als kaltes Mittagessen, falls ihr keine Mikrowelle habt oder sonstiges. Das nächste Rezept ist mal ein ganz einfacher Salat. Den mache ich total gern tatsächlich direkt in der Arbeit. Habe ich in dem Video auch in der Arbeit gemacht. Ich habe einfach ein bisschen mehr Gurke geschnitten, weil mein Kollege wollte auch ein bisschen was Gurke. Dann Tomaten geschnitten und bei den Mini-Mozzarella habe ich ungefähr eine halbe Dose voll für mich verwendet, die andere Hälfte für meinen Kollegen. Und dann habe ich so kleine Thunfischdosen beim Penny gekauft. Die gibt es auch bei uns zum Beispiel beim Globus oder sowas. Manchmal, ich glaube, der Edeka hat die auch. Das sind quasi keine großen Dosen, weil ich finde, die sind sonst zu viel für eine Person, sind extra so kleinere Dosen und die gibt es oft in so Zweier- oder Dreier-Packs und die finde ich perfekt für einen Salat für eine Person. Bei den Mozzarella kannst du natürlich auch nochmal sparen, indem du den Block Mozzarella bzw. die Mozzarella-Kugel hernimmst. Ich habe jetzt wegen der Einfachheit diese Mini-Mozzarella-Bällchen genommen und die einfach dann halbiert. Und dann habe ich alles zusammengemischt in einen Teller und einfach Balsamico drüber, Salz, Pfeffer und ein bisschen Olivenöl und dann ist es schon fertig. Wenn du willst, kannst du dazu zum Beispiel noch sowas wie Avocado packen. Das finde ich schmeckt auch immer ganz gut. Ein Lieblingsrezept von mir ist Flammkuchen und ich habe jetzt eine abgewandelte Version gemacht und zwar Flammkuchen-Toast. Ich habe es für mich und meinen Mann gemacht, deswegen ist es jetzt die doppelte Portion, die ihr in dem Video seht. Der Preis, den ich euch vorher angezeigt habe, ist aber auf eine Portion runtergebrochen. Dafür, ich hatte gedacht, ich brauche 2 Zwiebeln, aber eine Zwiebel hat gereicht. Eine Zwiebel ganz, ganz fein schneiden. Am besten, ihr schneidet da so von vorne kleine Spalten und dann nochmal diagonal quasi die anderen Spalten, sodass ihr einfach ganz, ganz klein die Zwiebel geschnitten habt. Und das habe ich dann in eine Schale gepackt. Und also das Rezept ist wirklich watschen einfach, sagt man bei uns. Dann einfach so Schinkenwürfel dazugegeben und dann Creme Fraiche. Ihr könnt den Kräutercreme Fraiche verwenden. Ich habe versehentlich, ehrlich gesagt, den gekauft, hat aber voll gut geschmeckt. Oder den ganz normalen Creme Fraiche und dann Salz und Pfeffer dazugeben. Wenn ihr wollt, könnt ihr da auch noch Kräuter dazugeben. Aber da ich eh den Kräutercreme Fraiche hatte, hat es jetzt nicht gebraucht. Vermischen und dann, so wie es ist, diese Masse einfach auf die Toast verteilen. Ihr braucht dafür keinen Käse oder sonst irgendwas. Einfach draufpacken und dann in den Backofen. Backofen habe ich bei 170 Grad laufen lassen, weil ich das Gefühl habe, dass sonst der Toast zu hart wird. Das darf man ja auch nicht vergessen, dass das Brot dann sonst so aushärtet. Und das hat ungefähr 12 bis 15 Minuten im Backofen gedauert, schätze ich jetzt. Und dann war das Ganze auch fertig. Ihr könnt es
in verschiedenen Varianten machen. Ich mag halt diese Variante total gern einfach mit Speck und Zwiebeln, beziehungsweise Schinken und Zwiebeln, und super lecker. So, dann habe ich noch ein Lieblingsrezept von mir gemacht, und zwar, weil es Wahnsinn einfach mal wieder ist, einfach Süßkartoffel mit einer Gabel angestochen und dann wie eine Ofenkartoffel im Backofen einfach rausbacken. Man kann das in Alufolie einwickeln, muss man aber nicht. Und ich habe das jetzt nicht gemacht, einfach auch um ein bisschen umweltfreundlicher zu sein. Die Süßkartoffel als ein Stück einfach in den Backofen geben, auf ungefähr 200 Grad Umluft. Und während die im Backofen war, habe ich eine Guacamole gemacht. Die Süßkartoffel braucht im Backofen schon eine Weile. Ja, leider war meine Avocado-Hälfte nicht ganz so gut. Die hat so viele braune Stellen gehabt. Deswegen habe ich dann als Alternative noch ein bisschen saure Sahne in die Avocado-Creme gepackt. Das müsst ihr aber nicht, aber wenn ihr Joghurt oder sonst irgendwas habt, kann man das immer gut dazu mischen. Normalerweise reicht aber eine halbe Avocado, wenn sie nicht so braun ist wie meine. Dann einfach Zitrone ausquetschen, Tomaten ganz, ganz klein schneiden, da reichen ein paar, und dann mit, ich habe so ein Guacamole-Salz, könnt ihr das abschmecken. Knoblauch habe ich jetzt noch einen frischen dazu getan, kann man aber auch einfach Knoblauchpulver dann dazu mischen. Salz und Pfeffer würden auch reichen, aber ich hatte eben schon so eine fertige Salzmischung, deswegen habe ich dann die auch verwendet. Bei den Rezepten habe ich immer die Gewürze nicht mit berechnet in dem Preis, weil das fand ich dann zu schwierig runterzurechnen. Und ihr seht schon, die Süßkartoffel ist super weich, und die durch den einfach so auseinanderziehen und packe dann ein bisschen Salz noch drauf. In dem Fall habe ich so Pommes-Salz einfach gehabt. Dann die Avocado-Creme oder die Guacamole. Und das war so lecker. Das kann man natürlich noch mit einem Salat dazu essen oder wie auch immer. Voll schön, dass du dabei warst, dass du das Video angeschaut hast. Gib dem Ganzen gern einen Daumen nach oben, abonniere meinen Kanal und lass mich in den Kommentaren wissen, was dich sonst so interessiert. Hab einen schönen Tag, deine Lana.